der mit dem Schwert geht erstmal nach hinten. Das ist ein Holzschwert. Zombie, ja, und ich gehe trotzdem auf die drauf. Auch wenn es so ein Holzschwert ist. Ich weiß nicht, nee, erstmal ein bisschen vorsichtig. Ich seh da was, guck mal. Ich auch. Thormcraft-Dinge. Ja, wie's? Lava, scheiße. Tod! Wie? Und ich war nicht der Erste. Wie war das gerade mit vorsichtig? Ja, ich dachte, so hoch unter der Kohle wird ja wohl kaum Lava drunter sein oder sowas. Ja, ich konnte ja nicht ahnen, dass da direkt ein See drunter ist. Allmächtiger Gott. Wo treibt ihr euch denn schon wieder rum hier? Ja, ich such gerade Löcher. In die du reinfallen kannst? Nein, die, wo sich vor mir auftun. Das ist eigentlich ärgerlich, jetzt habe ich alle Seeds wieder dabei gehabt. Verdammt aber auch. Ja, auch eine Seltenheit, hier Löcher zu finden. Ja, Löcher gibt's hier recht wenig im gesamten Umfeld. Ist das Eisen oder Ferrius? Ferrius, ne? Oh, hallo Lava. Ja, das sieht nach Ferrus aus. Oh. Das merkst du aber auch, wenn du es nicht mit der Steinspitzhacke abbauen kannst oder mit Kupfer. Ich muss da hin. Aber ich muss da erstmal ausleuchten. Vor allem, wenn ich ein Fallgeräusch neben mir höre. Guck mal, was sich hier hinter... Oh ja. Lohnt sich meistens. Lauf mal vor. Hallo Spini. Komm mal her, Spini. Oh, da hat jemand Lava gefunden. Ja, hab noch ich jemand, auch. Noch jemand, meine ich. Aber das, was da drunter ist, fällt mir viel besser. Ach, ich hab die nächste Höhle gefunden. Welch ein Wunder. Ja. So, ich würde jetzt nur gerne mal sehen, was hier so im Umfeld ist. Quasi unmöglich, eine Höhle zu finden. Ich bin ja auch total vorsichtig und laufe hier einfach so rings um die Lava rum. Super. Oh, toll. Mit einem Block. Nimm dir ein Beispiel an mir und lauf nicht rein. Okay, ich bemühe mich. Wird aber schwer. Hey! Sorry. Ja. Ich war gerade dabei und raute mir durch. Scheiße! Jetzt habe ich mir gerade neue Ausrüstung gemacht, dann bin ich gleich wieder tot gehauen. Scheiße. Sorry. Oh! Sebi! Ja? Bist du oben? Nein. Wo bist du? Ich hab gerade dem Docke zugeguckt, wie er in die Lava fällt. Aber ich hab von dir... Ich hätte da was für dich. Oh, was gibt's denn Schönes? Ich kann dir zeigen, woran du hast, du erkennst, dass da was drin wohnt in dem Stein. Ja, ich weiß, ich hab's auch gesehen. Da sind so kleine Schwänzchen dran. Genau. Weil ich hab mir gerade gedacht, ich baue mich mal darüber, von mir hüpft da was raus. Aber Doc, ich habe ein paar Sachen von dir gerettet. Was denn? Bevor ich jetzt alles neu mache. Schwert, Spitzhacke, Sichel. Gut, ich komme mal wieder Axt. Dahin. Versuch diesmal nicht reinzufallen. Das zweite Mal war nicht meine Schuld. Ja, was? Nein, du wurdest bestimmt geschubst oder so. Wirklich, ich stehe gerade wirklich vor dem Schlag ab. Ja, was soll ich sagen? Gerade rein. Ja, wo soll ich wissen, dass du da lang schlagen willst? Hallo, ich bin wieder da. Ja, falls ihr jetzt wirklich fragt, ja, das ist Glowstone. Warte kurz, ich werf dir deine Sachen zu hier. Genau, am besten über Lava, oder? Ja. Oh, Mann. So, der erste Teil vom Macerator ist schon da. Dankeschön. Also genug Kies für den Weg haben wir schon mal auf alle Fälle. Ich habe übrigens nur einen Stick weggeworfen. Das war mir schon klar, Bahn. Aber trotzdem. Oh, da unten ist nochmal Glowstone. Da muss ich hin. Wow! Okay, hier komme ich also definitiv nicht rüber. Zumindest nicht so. Natürlich habe ich gleich erstmal wieder die blöden Thormcraft-Sachen da drüben im Blick. Ja, ich habe... Wow. Scheiße! Nee. Nachmacher! Ah, schön! Also, das wird eine sehr lavalastige Episode. Was ich ja sehr schön finde, und warte mal, ich muss mal kurz Holz suchen. Ich bin bis jetzt noch nicht gestorben. Aber, Doc, komm noch mal kurz runter, bitte. Ohne Momento. Ich hab was ganz Tolles gefunden, wo man so richtig Spaß mit haben kann. Ich glaube, ich will nicht wissen, was du gefunden hast. Doch. Sicher? Doch. Ja. Okay, ich komme. Ja. Oh, so. Mann. Und zwar nehme ich mir jetzt mal einen Apfel. Also du bist noch bist du nicht da. Aber Protus ist auch schon da. Ja, ich bin da. Der will auch zugucken. Ja. Und zwar habe ich hier die Apfel-Stein-Zerhau-Taktik. Du nimmst den Apfel
und zerhaust die Steine und dann macht's lustige Geräusche. Und warum geht das genau mit dem Apfel? Nein! Guck mal auf die Textur da drüben. Ja, ich sehe, dass das die sind, aber warum kannst du die gerade mit dem Apfel so gut abhauen? Ach, du kannst sie mit allem abhauen. Ich bin nur nicht mit denen nicht so genau beschäftigt. Ja, ich will mich mit denen auch nicht beschäftigen, aber die beschäftigen sich jedes Mal mit mir. Ja. Das Einzige, was sich da eventuell ein bisschen blöd macht, ist, wenn du mit einer Spitzhacke rangehst, merkst du, dass du länger brauchst für den Stein als normal. Und dann denkst du dir, oh, zu spät. Ja, aber dann ist es meistens zu spät, genau. So, ich laufe mal jetzt. Nein, ich kann es nicht abbauen! Natürlich ist Gott sei Dank kein Eisen kaputt gegangen. Nö. Hier drüber tropft Wasser durch. Soll ich aufschlagen und den See löschen? Oh, hallo Enderman. Brauchen wir eher Lava oder eher Obsidian? Na klar, und der Glowstone ist natürlich kaputt gegangen. Ich weiß es nicht. Griechis weinen. Oh Mann. Lösch doch einfach mal ein Stückchen vom See. Müssen wir nur ein bisschen Licht machen hier. Ja, vor allem muss ich... Und vor allem, wenn es geht, nicht rein. Das könnte welches sein. Mist, muss ich erst machen. Hoch. Ja, Eisen. Oh, Schwerter habe ich jetzt genügend dabei. Toll. Also ich habe definitiv Glowstone gefunden, kannst aber nicht abbauen, weil ich immer noch diese hässliche Steinspitzhacke habe. Ah, 6 sehr Eisen. Schön. Und natürlich und sind meine Fackeln auch kaputt gegangen. Oder etwas. Nee, Saphir. Ja, die sagen, das erklärt, weswegen ich das nicht abbauen kann. Und hier ist Das Schmalack ist natürlich auch kaputt gegangen. Genau, alles Wertvolle ist kaputt gegangen, alles andere ist da geblieben. Oh, ein das Leben Hühner. Macht nur halb so viel Spaß, weil du die ganze Zeit an die Wand gucken musst dabei. Ja. Na, ist aber nett, dass du meine Fackel aufgehoben hast. Danke. Jetzt lass mich in Ruhe, du Oller Enderman. Lauf nicht in meinen Blick rein. Ganz einfach machen. Habe ich vorhin auch einen so eliminiert. Bau dir eine Wand über den Kopf, dass du nur zwei Höhe hast. Machst das links und rechts und dann haust du auf den Fuß und stellst dich runter. Ich hab grad eine viel lustigere Idee. Ich weiß nicht, ob der auf Gravel reagiert. Oh, fies. Nee, hat aber leider nicht. Freilich reagiert er auf Gravel. Blöd wird's nur für dich, wenn er auf dich reagiert. Ja. Ich hab den Gravel ja nicht ohne Grund über ihm platziert, anstatt ihn mit dem Gravel zu schlagen. Oh Mann. Die Vorstellung ist so geil. Mal gucken, ob er auf Gravel reagiert. Dong, dong, dong. Unter uns ist auch schon wieder eine Höhle übrigens. Ja, ja. Vor allem die Frage ist sehr, sehr stark, vor allem beim Wesen, das wo sich wegteleportieren kann. Ich hätte einen Vorschlag, Protus. Was denn? Erwähn doch mal, wo keine Höhle ist. Ja, oh, ich glaub, das wäre bei das wird schwierig. Der Gegend hier einfacher. Ja. Ja. Hallo Zombos. Jetzt hätte ich beinahe auf Gravel reagiert. Wie? Wer wollte dich denn mit Gravel schlagen? Nö. Die Natur? Ja, die Natur hat sich gewehrt. Ach, die ist doch immer nur frech. Oh, Wasser. Ja, die Natur hat sich bei mir auch gewehrt. Hat sich gedacht, du hast Glowstone und du willst den Maserada draus bauen. Nö. Übrigens, wenn wir in der ersten anderthalb Stunden ein Haus fertig bekommen wollen, müssen wir uns da langsam mal dran setzen. Ach, das... Echt? Der Jürgen muss nur sagen, dass er Basalt hat. Ja. Ach so. Ja. Jürgen, sag mal, dass du Basalt hast. Ja, aber das soll der auch wirklich Basalt haben. Ach so, das doch. Das war nicht Inhalt deiner Bedingung. Gut, dann sollte ich mal vielleicht hochkommen und mal auf Suche gehen. Nö, du kannst auch warum wollen wir eigentlich Basalt? Wenn du meinst, dass du unten welchen findest. Ne, ich glaube nicht, dass ich hier unten welchen finde. Oh Mann. Ich finde nicht mal Eisen, das ist das Schlimmste. Eisen habe ich mittlerweile 7. Ich hätte auch gerne ein bisschen nach hinten. Ja, ich hab bis jetzt auch nur Ferios gefunden. Boah! Vor allem, was ist das? Ist hier eine Kuh die Treppe runtergekommen, hab ich mich gerade voll erschrocken hier. Alter! Wir reden doch die ganze Zeit schon von den Kühen, die hier in unserer Basis rumlaufen. Jedes Mal, wenn ich eine tot habe, kommt eine neue. Ich gehe hier die Treppe hoch von unten aus der Höhle, kommt mir eine Kuh entgegen. Mein. Noch mehr Wissschatz. Ja, einige haben Spaß hier. Mhm. Ja, oh, ja, wenn wir jetzt eine Kiste schon mal für Thorncraft haben, dann fange ich lieber mal damit an. Weißt du, wann ich das Feiern anfange? Oder ist Philipp schon gestorben? Nein. Nö. Weil wenn jetzt dann auch nur der Philipp stirbt, ne? Und dann nach der Sebi und der Brodus als letzter, ne? Tja, ja, das wäre dann hart. Das wäre ja, hart. Ja, jetzt hebt er sich dann wieder für seine Folgen auf. Genau. Achso, okay, na dann. Will er uns nicht dabei haben? Nee. Beim Sterben? Ja. Nee. Du weißt ja, beim Sterben so ist man immer alleine.
Ja. Ich muss doch mal auch mal die Wettquoten hochtreiben hier. Meine User haben bestimmt schon gewettet, in der wievielten Minute ich sterbe, und jetzt sind die alle ihr Geld verloren gegangen hier. Ja, das ist natürlich doof. Hätte ich mir vorher Wetten angenommen, verdammt, aber. Vor allem, was lustig ist, dass das Sebi nach Eisen sucht. Was willst du mit Eisen eigentlich? Ich hätte gerne eine vernünftige Hacke. Ach so, ja. Ja, oben ist ein Ruby und Saphir. Ja, wollte ich gerade sagen. Ja, die wollte ich ja, die habe ich ja nicht selber abbauen dürfen. Ach, hier bin ich jetzt wieder. Das ist trotzdem in der Kiste. Ich hab's schon reingelegt. Du hast ihn mal reingelegt, das ist aber nett. Hallo Enderman, tschüss Enderman. Was mit den Löchern hier hört ja gar nicht auf. So, Öl haben wir schon, aber wo haben wir jetzt? Jetzt bin ich einmal im Kreis gerannt. Oh, ja, ja. Ein Kreisrenner. Ich bin am einen Ende eine Höhle hoch und irgendwann an der anderen Höhle wieder ausgekommen, bei der ich vorher schon war. Sehr verwirrend. Kann ich jetzt mal für eine ordentliche Menge an Holz sorgen? Wird es schon wieder dunkel? Ja, würde jetzt mal bitte einen Vulkan vor mir generieren. Nee, wird nicht dunkel. Nee, ist eigentlich gerade erst hell geworden. Hab ich denn hier gefunden? Potash, ach das. Braucht doch mal wieder keiner. Ja, kannst Plätzchen backen. Super. Plätzchen backen. Ich geb dir so also ein Protos backen weiter. Was? Plätzchen? Seit wann backt der Plätzchen? Ich baue nur die Küche. Ich dachte, der beschäftigt sich mit dem ganzen Küchenkram immer. Nein, das macht Sebi und ich. Ach so. So, aus designtechnischen Gründen werde ich jetzt mal ein Greatwood fällen. Rein theoretisch müsste sich ja Philipp damit beschäftigen, weil er ist unser Koch. Ja. Ja. Bin ich aber auch voll dafür. So. Tschuck, tschuck. Okay, aber eigentlich wollte ich Holz besorgen und keine Kühe schlachten, also werde ich jetzt mal weiter Holz besorgen. Oh Mann. Er generiert gerade ein bisschen langsam hier. Wer schert eigentlich gerade Schafe? Mal so als Frage. Du. Immer der, nee, ich habe gar keine Schere. Ich habe keine Schere. Die ist oben in der Kiste. Ja, toll. Da bin ich aber nicht mehr. Na, Kiste zurück. Ich hol gerade Holz. Außerdem habe ich einen Sumpf gefunden, wo ich eventuell ein bisschen Clay abbauen kann. Da haben wir nämlich so wenig immer von. Ja, genau. Ist okay, ich bringe welchen mit. Ich auch. Was ich gerade lustig finde, ich gehe hier voll auf Wanderschaft und ich habe überhaupt nicht mir einen Waypoint angelegt. Nee, einen Waypoint angelegt. Ach ja, das ist... Ja, dann tschüss. Ich glaube, er findet seinen Start für die LP-Welt alleine. Weil er einfach nicht mehr zurückfindet. Oh Mann. So. Wie lange wollten wir aufnehmen? Anderthalb Stunden. Achso, also bis dahin ist der noch nicht da. Nee. Nö. Ich habe auch noch kein Basis gefunden. Du weißt, wie lange das letzte Mal rumgehört ist? Wie viele Copper-Ores haben wir eigentlich momentan drin? Eine Menge. Ich sehe was. Ich habe momentan bisher zwei Stück gefunden. Und ich dachte, ihr hättet das auf das Metallurgy-Zeug begrenzt. Haben wir ja auch. Es gibt aber trotzdem die anderen, weil die trotzdem generiert werden. Und wir wissen nicht, warum wir es nicht ausschalten können. Das heißt, wir haben trotzdem alle vier drin. Ja, ätzend. Aber immer noch besser als sieben oder was das letztes Mal waren. Ja, es sind nicht mehr ganz so viele, aber es ist halt trotzdem immer noch viel. Auch Zinn sind, glaube ich, vier. Ja, das ist ja alles erträglich. Wo war denn jetzt hier der Weg zurück? Ich glaube, hier irgendwo. Ja. Mäh. Oh, ich habe ein NPC-Dorf gefunden. Oh, schön. Schön, räum die Felder leer, das können wir gebrauchen. Wir können da einziehen. Warum ziehen wir nicht in ein NPC-Dorf? Das ist ja auch eine nette Idee, ja. Ich finde NPC-Dörfer total cool. Müssen wir nur Eisentüren bauen, dass die uns nachts nicht nerven und ständig die Tür auf und zuklappen. Individuell ist viel besser. Ja, wollen wir das machen, ins Dorf einziehen? Wir können es ja umgestalten. Ja, das war. Ich hab jetzt vier verschiedene Wizards, aber sonst nicht so viel. Es ist schönes, großes Bauland in der Umgebung davon, aber... Ist es das Dorf nördlich von uns? Nee, südlich. Ach stimmt, südlich war ein Dorf letztes Mal. Psst, wir wissen doch gar nichts von der Map. Psst. Ich wollte gerade sagen, was für ein letztes Mal, die Map ist doch neu. Ach was, ich glaube, das hat mittlerweile jeder durchschaut, wie neu die Map eigentlich ist. Warum ist hier so viel Zeug drin? Erwarte nicht zu viel. Phosphor brauche ich nicht. Weg. Das Problem ist, du kannst die Map so oft generieren, wie du willst. Vulkane sind jedes Mal woanders. Ja.
Na, das stimmt nicht ganz. Nein. Und ich weiß gar nicht, hatten wir das letzte Mal überhaupt einen Vulkan gefunden? Nein. Nein. Schön. Also ich zumindest war bei keinem dabei. Ich bin auch nicht weit gelaufen. Also ich bin unterirdisch weit gelaufen, aber nicht oberirdisch. Kann ich dir nicht sagen. Oh Mann. Oh, ich habe hier so einen Bayer-Obelisken-Totem gefunden. Weiß der mich? Ja. Oh, dann geht er. Der ganze Sobald Stücke. Du dich. Sobald du den Rücken zudrehst, wacht er auf und erschießt dich. Dann aber schnell weg. Aber der. Denk dran vor, die Truhe leer zu räumen. Da sind keine Truhen, das ist einfach nur so ein Zweier-Dingsbums. Das ist ja langweilig. Ja. Ah, wir haben hier einen Berg. Sie haben mich gefunden. Da ist eine Truhe, wenn du mal auf die Welt schaust. Geh weg. Das ist ja schon wieder aufwendig. Ist noch hell draußen, oder? Ja, gut. Oh, ich habe hier Philips Lieblingsdungeon gefunden. Yay. Ein Hügelchen. Was? Aus Stormcraft. Hey, ja, bei dem Dorf war auch einer. Aua. Geh mal direkt weiter. Geh weg. Ja, direkt daneben. Jetzt komme ich extra zurück und da ist keine Schere in dem Ding drin. Ich glaube, ja, aber dafür ist Eisen im Ofen, woraus du dir eine machen kannst. Bunte Bäumchen. Was ist das da hinten? Das sieht so komisch generiert aus. Huch. Ja, sag so, mal. Okay. Habe ich gerade eine Party platzen lassen oder was? Was sieht ist dir geplatzt? Also, ich will es nicht wissen, vielleicht. Verdammt, das Essen ist natürlich auch kaputt. Ich habe Basalt gefunden. Sehr gut, kannst du alles mitbringen. Und bevor ich ihn abgebaut habe, bin ich gestorben, weil es Nacht geworden ist oder so? Ja. Das ist noch Tag. Ja, aber ich bin ja weit weg. Du hast noch viel Zeit. Keine Angst, du hast noch viel Zeit. Also 2 Minuten. Plöng, innerhalb von einer Sekunde tiefste Nacht. Könnt ihr bitte alle wegbleiben? Ich will doch nur zu dem Diamanten. So. Ob man Kühe auch scheren kann? Ich glaube nicht. Kannst ja mal probieren. Ich will nicht wissen, was du daran abschneidest. Du kannst aber Kühe melken, wenn du möchtest. Hast du jetzt alle Schafe hier im Umfeld gekillt oder was? Nein, ich hab die schon geschoren. Sag doch, dass du die Schere hast. Jetzt habe ich eine extra Schere gemacht. Verdammte Axt aber auch. Nicht Axt, Schere. Hacke. Stimmt, verdammte Schere. So, Kuh, komm, wir scheren dich mal. Ich brauche was zum Essen. Dann hol dir was. Ich kann Knochen nicht essen. Nicht? Ist sicher nahrhaft. Ja, total lecker bestimmt. Ja, mein Essen kommt gerade. So mein Essen kommt gerade um die Ecke, danke. Wie viel Stacks möchtest du denn haben von dem schwarzen Zeug? Ja, genau, das so viel. Okay. Also ich habe jetzt 10 Wolle. Ich habe 19, 25, ja. 6. Ja. Ja, aber dann hat doch eigentlich mal jeder von Anfang ein Bett in seiner Welt. Genau. Ja, oder hier jetzt erstmal, damit wir uns dann hinlegen könnten. Ja, zumal ich ja auch komplett in der Nähe bin. Ja, weil du gerade ganz nah dran bist. Genau das. So, der Faden kommt weg. Na klar, ich nehme jetzt einen Stein auf. Vielleicht bin ich ja weit genug weg, dass das funktioniert. Nein. Ja, juhu. Faden weg, habe ich gesagt. Das machst du aber schick. Schade, ich wollte es echt praktisch machen. Oh, okay. Das ist dir nicht so gelungen, aber schick sieht's aus. Immerhin etwas. Was kann. Meins! Was kann ich denn wegschmeißen? Flint. Ich warte erst. Nee. Jetzt streitet ihr euch schon um die Schafe, oder was? Ja, klar. Kinders. Oh, hallo, Herr Zombie. Oh, hallo, einbrechende Nacht. Ich hau mit meinem Schwert den ersten Schlag, Bob, Schwert weg. Philipp haut mit dem Schwert seinen ersten Schlag, Schwert weg. Ich so, ne? Das gibt's gar nicht hier. Ja, ich würde sagen, wir bauen mal Betten schnell, oder? Jo. Warten wir einfach, bis Jürgen tot ist, er ins Loch gesprungen kommt oder auch. Ja, und vor allem, er findet auch sofort wieder zurück zu seinem, Basalt. Halt im Weg, hat einen Deathmarker von daher. So, genau. Ich komme mal nach oben. Ich versuche mal nach oben zu finden.
Ach, ich habe Gott sei Dank mir einen kleinen Wegpunkt gesetzt. Also, ich habe bis jetzt 4 Betten. Ja, wie hast du? Ich hätte jetzt instant 5 gebaut. Nee, ich habe 4. Okay. Ich sehe schon den ersten Zombie. Ich sehe schon, bauen hier so ein kleines Bettenlager auf. Stehen haben. Er sieht den ersten Zombie. Ich wäre froh, wenn ich keinen mehr sehen würde. Ja, nicht meinen allerersten, sondern den ersten jetzt hier. Das ist aber ein schönes, großes Bett. Ja. In die Mitte. Oh, kuscheln. Haufen. Oh, ihr kuschelt euch warm. Was, die machen mich. Einen Haufen? Also wir haben jetzt 50 Minuten gebraucht, um Betten aufzustellen. Ich denke, das ist eine Leistung. Ja, das sollte gefeiert werden. Wo vor allem, wir können nicht schlafen, das ist das Beste eigentlich. Ja, weil Jürgen noch lebt. Grüß Gott. Schön die Aussage, nicht weil Jürgen nicht da ist, sondern weil er noch lebt. Gibt's hier irgendwo eine kleine Kiste? Hinten kleine in der Ecke. Kisten. Also die hier vorne sind vor allem Blümchen und Seeds. Aber die gebe ich Sicht her. Ihr könnt sie euch angucken. Guckt. So schaut es aus. Was da? Ah, warte mal kurz. Ich habe eine Battle Axe. Hallo, Greg. Geht weg. So. So, ich brauche was zum Essen. Und ich kann ja Kartoffeln anpflanzen. Sehr schön. Obwohl ich gar nicht weiß, warum wir noch großartig hier Zeug sammeln, weil im Endeffekt... Wir wollen ja eigentlich nur eine Basis bauen, oder? Ja, aber das hat sich so ergeben. Das ergibt sich immer. Ja. So. Ich habe mal einen Masterlaser dabei. War auch so neu. Ich hab Redstone, Glowstone, Lapis und Diamanten gefunden. Also alle brechen gleich blanko in der Welt komplett auf. Von vorne Jack, an. Wir alle brechen gleich blanko in der Welt auf. Nur Jack hat schon alles dabei, was man irgendwie brauchen kann. Warum? Das weiß keiner. Oh Mann. Er hat mit seiner Zeit was Sinnvolles angefangen. Ich dachte, ich baue hier eine Farm. Er schickt die anderen scharfe Scheren und Basalt besorgen. Und farmt nebenbei seine erste Ausrüstung. Hey, ich bin schon immer viel gestorben. Du lebst ja noch. Jo. Zu eurem Leid, ja. Doch. Jetzt, wenn er dann kommt, wird er dann umknielt von allen. So, mal sehen, was ich hier jetzt anpflanze. Ja, genau. Also ich würde sagen, jeder kriegt auf jeden Fall eine Edelstein-Grundausrüstung mit, oder? Oder ein Skelett-Spawner, Hilfe! Und hier den Spawner. Hä? Ich habe jetzt gerade... okay. Jetzt ist er wieder da. Oh, der kommt ja auch noch hinterher, die Sau. Wertvolle Sachen. Stein. Oh. Kies. Marble. So. Zumindest unsere Nahrung sollte jetzt erstmal nachwachsen. Ja, ich bräuchte momentan mal davon was. Ah, ich habe ein Hühnchen. Ja, momentan wachsen auch andere Ressourcen nach. Ja, das hat nur das. Nämlich Knochen zum Beispiel. Gewirkt. Ich kann jetzt einen Knochen nagen. Ja, aber hier hinten in der Tür sind ein paar Karotten drin. Oder Dinge. Gott sei Dank, meine Spitzäxte sind endlich kaputt. Na, nimm mal, oder? Ich darf nach Hause kommen. Du darfst nach Hause kommen? Doch schön. Ja. Umdrehen mit der Hand einfach. Warten wir schon am Eingang auf ihn? Ja. Halt. Also wenn jemand einen Skelett-Spawner braucht. Hallo Skelett. Also wenn du so fragst, ja, ich nehme wohl einen, bring mal ruhig mit. Mhm. Ich habe eine Schallplatte C418 Start. Was, du hast okay. C4 dabei? Dann jagen mal hoch. Und ach, ein Angry Zombie, Hilfe. Bleib weg. Lauf, Jürgen, lauf. Der ist doch schneller wie ich. Aua! Das ist total doof. Jetzt abbiegen. Das heißt abbiegen. Binne, hau ab. Jack findet Diamanten, ich find Smaragde. Na toll. Tja. Ja, ich war ja auch auf Ebene 13 oder so. So viel zum Thema, wir bauen hier ein Haus. Ja, ich wollte doch nur Eisen suchen. Kann ich nichts dafür, dass das Eisen auch daneben war. Jetzt hast du ein paar Pfeile im Gesicht stecken. Im Gesicht, also...
Ja, im Bein, im Hals und noch irgendwo war das, glaube ich. Ja, da wo es eigentlich wehtut. Gibt es mittlerweile eigentlich in NPC-Dörfern Betten? Nee, Nein. Hallo? Wieso rennt hier ein Schaf rum? Und wieso hat es noch Klamotten an? Weil die ganz schnell sich wieder umgezogen haben immer. Ich bin vorbeigelaufen und plopp. Yep. Oh. Schon. Wow. Ich komme jetzt erstmal wieder hoch. Der hat noch einen Anhang mit einem Blumenstrauß dran. In der Hand. Wo? Einfach mal aus dem Loch gucken. Ich Ach hoffe, ja, ich sehe, laufe so halbwegs richtig. Bisschen länglich. Und sein Bruder hat auch noch im Schlepptau gerade gehabt. Ja, der ist auf der anderen Seite da hinten. Schau mal, da hinten sind nochmal zwei. Da ist einer. Ja, die gehört dir. Ich nehme den hier. Ich habe da noch keinen Soul Shard. Was will ich mit denen? Bars haben, die Nacht endlich rumbekommen? Oder einfach nur ein bisschen liebenswürdig sein? Ja, ich tue schon mal den Keller ausheben. Ist okay. Hallo, könnt ihr doch einer kommen? Wir bräuchten noch mehr Keller. Also. Wir brauchen noch total viel Keller in so einem Starthaus. Bei mir ist gerade voll Terror hier. Vor allem, weil das Haus ja so in 40 Minuten ungefähr fertig sein sollte. Ach, ja, schon. Da ist noch einer. So. Wir bauen uns gleich unseren ersten Tor. Wir drücken auf den 9x9-Knopf und alles ist schau gut. Mal. Genau. Da hat aber einer. Ja, ich hab Freunde mitgebracht. Wow! Da war ein Loch. Ich hab Blümchen! Ich hab Blümchen! Hier. Bitteschön. Ich hab einen Faden für dich. Kannst du deine Nase wickeln? Das hier Faden, ist gut. Faden, ich nehm Faden. Einmal Faden oder auch drei. Ja, ich hab nur einen im Angebot. Einem Angebot ist scheiße, ich brauch drei. Gibt's nicht. Genau, eine geben, Chris. Boah, ist das wir laut. Haben wahrscheinlich sogar noch drin. Du bist Hört so doch langsam. Mal auf. Ruhe hier. Du sollst schneller laufen. Boah, meine Tag. Nachbarschaft ist gerade so laut hier. Die Nachbarschaft ist laut. Die Nachbarschaft brennt gleich. Ja, will ich mal hoffen. Ja, definitiv. Die kloppen hier voll auf die Tür ein hier. Boah, machen die Lärm. Hat er gerade gesagt, du hast eine Tür? Ich hab den Bogen gefarmt. Ich habe keine Tür, aber meine Nachbarn haben eine Tür. Achso, du bist noch im Dorf. Ja, ich bin da mal kurz untergesprungen. Jack, du hast da noch ordentlich Anhang. Ich hab's gemerkt, hallo. Gehst du weg? Hey, ich bin gleich da. Nein. Brennt, Freunde, brennt. Ich hab dir was mitgebracht. Ja, ich sehe, was du mitgebracht hast. Netter Pfeil. Vor allem der im Hinterkopf. Im Hinterkopf? Hinterkopf. Ja. Oh ja, das steht mir. Das sollte ich häufiger tragen. Irgendwas ist mit dem Bone Meal Fail. Ha! Das geht wie geil nur, ist das denn? Nee, das ist gar nicht der Punkt. Wenn man die Bäume hier wachsen lässt, verliere ich kein Bone Meal. Okay. Die Apfelbäume. Ich dachte erst, bin ich jetzt in Cheat Mode, aber auf dem Boden verliere ich Bone Meal. Ja, du verlierst, glaube ich, nur bei den, bei den Äpfeln an sich, ja. Okay. Ja, ja. Wenn ich die Bäume wachsen lasse, nicht, das ist ja auch super. Okay. Pam, du hast einen Bug. So. Nee, Käfer hat sich noch nicht mit dazu gefügt. Weil Pam uns jetzt bestimmt auch geguckt hier. Ja, auf jeden Fall. Garantiert. Ja. Genau, da muss. Siehst du die Dinger hier? Die Blöcke? Nennt man Rasen. Nein, was hier rumfliegt. Nö, da ist nichts. Habt ihr schon wieder Wisps angelacht? Nein. Ich habe nur ein bisschen Thaumcraft-Forschung betrieben. Hier sind ein paar Apfelbäume. So, ich würde dir gern helfen, aber ich habe leider keine Schaufel dabei. Das tut mir leid. Boah, wo macht denn der jetzt noch Radau hier? Wir sind wieder eingesperrt hier. Willst du jetzt ernsthaft? Ja. Willst du jetzt ernsthaft einen Keller ausheben? Nee. Aber das ist quasi die Grundfläche erstmal, ja. Okay.